Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in meiner kleinen Weihnachtsbäckerei. Ich habe heute die nagelneue BH Cosmetics Holiday Kollektion für euch. Ich habe einige Produkte hier, wir werden einen wunderschönen Look machen. Und ich freue mich, dass ihr heute da seid. Hallo, wie geht es euch? Ich habe probiert, das Ganze so weihnachtlich es geht zu machen. Ich habe mir das anders vorgestellt, vielleicht... Machen wir es rot? Ich glaube, das ist schöner. Hallo, wie geht es euch? Freunde, ich bin ganz aufgeregt. Heute ist richtig viel zu tun, aber ich habe richtig Lust darauf, die Kollektion zu testen, denn ich werde ganz oft, eigentlich unter jedem neuen Produkt, was es gibt, werde ich gefragt, Maxim, kannst du das vielleicht für uns testen? Und ich probiere wirklich alles zu tun, was ich kann. Diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich verbinde das Ganze mit einem kleinen... Wie heißt das? Eine Generalprobe, genau. Denn nächste Woche ist ja die Glow, nächstes Wochenende. Und ich bin für BH Cosmetics live dort auf der Glow und stelle euch diese Palette vor. Und das ist jetzt eine First Impression. Das heißt, ich habe noch nie mit der Palette gearbeitet. Wir üben den Look, den ich dann dort wahrscheinlich auch auf der Glow tragen werde. Und ich freue mich ganz doll. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das könnt ihr gerne einmal tun. Ich freue mich, wenn ihr mich dabei unterstützt und das Video bis zum Ende anguckt. Bevor ich es vergesse, zwei Sachen. Am Sonntag kommt ein zusätzliches Video online, wo ich euch mein neues Produkt zeige. Das ist kein Make-up, also seid nicht enttäuscht. Make-up kommt nächstes Jahr wieder, versprochen. Dieses Jahr habe ich aber noch eine kleine Sache für die dunkle Jahreszeit für euch und ich würde mich freuen, wenn ihr am Sonntag da gerne mal vorbeischaut. Und falls euch ein Produkt von BH Cosmetics interessiert, egal ob es aus dieser Kollektion ist oder aus irgendeinem anderen Bereich, den es bei BH gibt, könnt ihr mit dem Code MAXIM10 ein bisschen sparen, 10%, um genau zu sein, und ich kriege eine kleine Provision davon. Damit unterstützt mich tatsächlich am meisten. Jetzt, Freunde, geht es los. Ich mache diese albernen, was ist das? Rentierohren ab. Falls ihr sie haben wollt, ich verlinke sie euch gerne einmal unten. Habe ich bei Amazon gekauft, genauso wie diesen Pullover. Denn ich probiere jetzt mein Instagram-Feed so gut es geht auf Weihnachten vorzubereiten. Und das funktioniert ganz gut. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Ich weiß, dass viele von euch mir noch nicht bei Instagram folgen. Warum? Die Storys sind iconic. Ich bin da. Es gibt in der Kollektion mehrere Produkte. Es gibt auch Lippenprodukte, es gibt, glaube ich, zwei Paletten und mehrere Pinselsets. Ich habe jetzt vier Produkte hier, die ich mit euch testen möchte. Ein Produkt, was ich nicht teste, denn das möchte ich euch gerne zu Weihnachten schenken. Ich verlose ja aktuell 24 Pakete. Für euch möchte ich dieses Pinselset euch weitergeben. Ich habe so viele Pinsel von BH Cosmetics und die sind alle gut. Das wird jetzt nichts Neues sein, wo ich sage, oh, das ist jetzt aber schlechter als ein anderes Pinselset. Bei Pinseln könnt ihr immer auf BH Cosmetics bauen. Hohe Qualität, guter Preis und das lohnt sich. Deswegen, das ist für euch. Das sieht super süß aus. Wir haben hier so eine schöne pailletierte Goldverpackung. Weiße Pinsel mit einer goldenen Klammer und dann so ja cremefarbene Pinselhärchen. Hier sind 12 Pinsel drin, also es ist ein gutes Einsteigerset, auch und ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und jetzt kommen wir zu den Produkten, die wirklich spannend sind. Es gibt nämlich bei mir hier vor Ort gerade drei Produkte. Und zwar haben wir einmal die Let It Glow Highlighter Palette. Die sieht super spannend aus. Also erstmal, ich liebe dieses Weihnachtsdesign, dieses Rot mit den Schneeflocken und den kleinen Schleifen und Sternchen drauf. Und wenn wir dann einmal die Palette öffnen, haben wir vier Farben. Und zwar sehr gut durchdacht, die Farben. Wir haben so einen Champagnerton, einen recht dunklen Ton. Eher so ein bisschen was ins Peachige und einen weißen Ton. Vermutlich werden viele von euch sich über diesen sehr, sehr hellen Ton freuen, weil das ist, Freunde, das ist weiß. Also das ist schneeweißer Highlighter. Kenne ich so auch noch nicht. Und für Leute, die ein bisschen heller sind und einen schönen Glow haben wollen, könnte das eine gute Sache sein. Falls es zu hell für euch ist, ist sowas immer gut als Inner Corner Highlight. Die dunkle Farbe kann man auch sehr, sehr gut als Lidschatten benutzen. Aber so dunkel sieht er jetzt gar nicht aus. Ja, also... Es ist eine sehr inklusive Highlighter-Palette und damit es nicht 20 verschiedene gibt, haben sie einfach alle Farben zusammengetan. Finde ich sehr, sehr gut, weil man kann Highlighter immer auf dem Auge oder auf dem Körper benutzen. Es gibt ein Glitter-Gel. Ganz ehrlich, dieses Glitzer-Thema. Es wird nicht in meinen Kopf gehen, warum Glitzer so gehypt ist oder von den Marken so gehypt wird, weil, sind wir mal ehrlich. Also ein paar hatten geschrieben, sie würden es tragen aus meiner Rival Loves Me Geschichte. Das im Gesicht, es ist halt sehr glitzerig, ne? Fühlt sich aber gut an. Also es ist halt wie so ein Gel, sieht sehr schön aus.
Und man kann das so ein bisschen verteilen. Aber ganz ehrlich, was macht man damit? Also auf dem Auge würde ich es nicht tragen. Könnte man wahrscheinlich sogar, ich würde es nicht tun, auf dem Körper, naja, wird es meine Hose glitzerig. Ich werde es wahrscheinlich nie wieder abkriegen. Aber jetzt geht's los, Freunde, die Lidschattenpalette. Und da haben mich so viele drauf angefragt, dass ich die testen soll. Das ist nämlich die Naughty-Palette. Und das ist wieder ein Klopper von BH, ne? Wir haben 30 Farben drin für 30 Euro, 29 Euro. Mit dem Code MAXIM10 ist sie natürlich noch ein bisschen günstiger. Und eine sehr schöne Farbaufteilung. Ich glaube, ihr könnt euch denken, in welche Farbfamilie wir heute gehen werden, und zwar die roten Töne. Wir haben aber auch richtig coole Glitzer-Shades. Wow. Ich swatch euch mal kurz ein paar. Sehr spannende Texturen. Also der an meinem Mittelfinger zum Beispiel ist viel, viel gröber. Ah, ist ja verrückt. Schaut mal. Also das Gold, das ist eher so ein grober Glitzer, so als Topper vielleicht mit einem Glitterglue drunter. Und das Lila ist wie so ein Topper-Shade, den man über eine andere Farbe rübergeben kann. So ein bisschen Duochrome. Finde ich sehr spannend. Also farbtechnisch finde ich die Palette super, super spannend und auch sehr, sehr vielseitig. Wir haben unsere neutralen Farben hier oben. Wir haben die roten Töne gut aufgeteilt. Wir können lila Looks machen. Wir können sogar grüne Looks machen. Und ich weiß, dass viele von euch auf grüne Lidschatten stehen. Auch die swatche ich euch nochmal ganz kurz. Wow, butterweich. So sehen die Farben einmal aus. Die sind ja mega. Und hier einmal geswatcht. Super cremig, extrem pigmentiert. Geil. Also, Entschuldigung, aber das ist krass. Es gibt wenig gute grüne Lidschatten, finde ich. Vor allen Dingen in der Drogerie. Die ist natürlich jetzt ein bisschen teurer. Es sind aber auch einfach mal 30 Farben drin, ne? Ich möchte heute aber was Rotes schminken, denn ich bin live mit Candy und Tali. Und wir haben uns so ein bisschen abgesprochen und ich glaube, dass Rot ganz gut zu meinem Outfit passen würde, was ich geplant habe. Ich stelle die Palette einmal so vor mich hin. Ein Spiegel ist leider nicht drin. Das finde ich tatsächlich sehr schade. Auf der anderen Seite, die Palette ist zu groß fast. Also, ich habe einen sehr, sehr großen Kopf. Aber die ist schon groß. Also, das ist nicht so schlimm. Deswegen benutze ich jetzt hier einmal die kleine Palette und ich sage euch immer, welche Farben ich auf dem Auge trage. Ich habe euch ein klitzekleines Stückchen näher rangeholt. Lidschattenprimer habe ich schon drauf und gesettet. Und ich fange als erstes mit der Farbe Santa Baby an. Das ist so ein leicht rosenholzfarbener Ton. Ich will nur eine ganz, ganz leichte Schicht auf meinem Auge haben, um. Okay, leichte Schicht war wohl nichts. Um so ein bisschen die Transition Shade vorzugeben, um die Form schon mal zu bestimmen. Okay. Sie ist definitiv pigmentiert, pigmentierter als gedacht. Sie hat ein bisschen Kickback im Fännchen. Finde ich persönlich jetzt aber nicht schlimm. Santa Maria, okay. Also sie ist. Ich habe gedacht, die ist leichter. Da hätte ich vielleicht die Farbe Frosting nehmen müssen. Die ist eher so ein bisschen peachfarbener. Aber ihr habt gesehen, okay, das war jetzt gerade wirklich krass. Wir haben den Highlighter vergessen. Ich habe nämlich so eine Look-Idee im Kopf und ich benutze die Chance, es heute mal mit euch so ein bisschen zu üben. Denn wenn ich vor weiß ich nicht wie vielen Tausenden von Menschen, die da live zugucken werden, bin, dann möchte ich natürlich auch snatched aussehen und nicht so. Also fantastische Farbe, das ist. Eigentlich, ich weiß, ich sage das immer wieder, aber ich bin nicht überrascht mehr, dass BH Cosmetics gute Produkte rausbringt. Es ist immer drauf Verlass. Wir wissen das. Aber manchmal sind ja auch Farben dabei, die nicht so gut sind. Aber bis jetzt ist alles fein. Ich nehme Pinsel von Letizia und gehe in die Farbe Tinsel. Okay, also. Was ist Tinsel? Ich bin nicht schlecht in Englisch. Aber Tinsel habe ich noch nie gehört. Falls ihr es wisst, klärt mich bitte in den Kommentaren auf. Ich gehe mit dem Pinsel in die Farbe Tinsel. Haha. Sieht gut aus, klopf einmal ab und setz mir das dann. Oh, was für eine schöne Farbe. Das ist so golden. Und es passt so schön zu meinem Bronzer, mit dem ich übertrieben habe. Oh, wow, okay. Ich habe gedacht, dass sie so ein bisschen mehr peachy ist. Ich finde die Farbe aber schöner als peachy, weil wenn ich nach vorne schaue, sieht man nichts und dann. Hallo. Entschuldigung. Würden Sie mir kurz sagen, wo der nächste Glühweinstand ist? Das ist eine tolle Farbe. Gib mir die auch gleich so ein bisschen auf die Nase. Ganz leicht hier in die Farbe Sugar Cookie. Und das setze ich mich hier an die Nasenspitze und kann mir dann nochmal so ein 3D-Highlight setzen und gehe damit so ein bisschen rüber, ein bisschen über die Augenbraue. Ihr kennt mein Highlighting-Game. It's a lot.
Sieht sehr schön aus. Es reicht eigentlich, um zu gucken, wie ist die Textur. Es ist schon sehr metallisch, aber nicht zu glitzerig. Also sehr, sehr weich der Ton auf der Haut und nicht pudrig. Also es ist keine trockene Textur. Kommen wir zurück zu der Lidschattenpalette. Und da gehe ich mit einem etwas kleineren Pinsel in die Farbe Rudolf. Das ist ein sehr, sehr intensives Rot, ne? Also das leuchtet. Das ist schon fast Neon. Wow. Und das gebe ich mir jetzt in die Crease. Das war eigentlich die Farbe, die ich haben wollte. Okay, ich hätte mir die Farbe Santa Baby eigentlich sparen können, weil das der Look war in die Richtung, in die ich gehen wollte. Crazy. Also super pigmentiert, leuchtet richtig. Dadurch, dass ich jetzt die Farbe vorher schon auf dem Auge hatte, schluckt das so ein bisschen. Aber das ist schon sehr rot. Augenentzündung wieder am Start? Ich glaube. Ich nehme den kleinen Pinsel von eben, mache den ein bisschen sauber und gehe in die Farbe Brick. Das ist ein dunkles Rot, eher so ein bisschen in die Burgunderrichtung. Und das setze ich mir direkt in meine Crease rein, um das Ganze so ein bisschen zu verdunkeln. Soll ein sehr intensiver Look sein. Ich möchte, dass der Weihnachtsmann nicht nur durch den Kamin kommt. Habe ich nicht gesagt. Ich möchte, dass der Weihnachtsmann sich freut. Santa Baby. Da, 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 da. Hi. Also da muss ich ja nichts mehr machen. Ich nehme einen sauberen Pinsel, um die Farbe so ein bisschen auszublenden. Das geht super gut. Ziehe mir damit gleich so wie so einen kleinen Wing. Ich möchte das nämlich sehr ausgesmoked haben heute. Schaut euch mal die schönen Farben an. Wow. Und könnt damit super einfach arbeiten. Mega. Also, nice. Kann ich nicht zu so sagen, was negativ ist. Super pigmentiert. Lässt sich sehr, sehr schön ausblenden. Wir ziehen uns eine Cut Crease. Und so sieht das Ganze schon wieder viel krasser aus. Ich liebe Cut Creases. Super einfach. Wenn ihr das mit dem Concealer nicht machen wollt, macht den Pinsel nass, nehmt den hellsten Schimmerton und könnt in einem Zug so diese Linie machen. Ich will mir heute natürlich für euch ganz besonders viel Mühe geben und nehme mir jetzt einen flachen synthetischen Pinsel und jetzt schauen wir mal. Also Ornaments ist fantastisch schön. Ich glaube, dass das Grün nicht passen wird dazu. Wir gehen mal in Ornaments und lassen den Pinsel erstmal trocken. Okay, she's foily. Okay, ich lege die Palette mal wieder ab. Und damit gehe ich direkt hier vorne hin. Schaut mal, wie foliert die Farbe ist. Ich gehe jetzt gleich nochmal in die Farbe Snow Day. Das ist so ein richtig heller Ton. Ähnlich wie hier die Farbe Below Zero. Und setze mir das hier vorne hin. Sehe ich schon aus wie eine kleine Schneekugel? Wahrscheinlich, ne? Mit dem Pulli. Ich nehme den Pinsel und gehe in die Farbe Spiced Cider. Das ist so ein dunkles Kupferrot. Und blende mir das so ein bisschen rein. Ja. Ah, ich hätte mir in der Palette jetzt vielleicht noch so ein intensives Rot gewünscht, ein Schimmerrot. Aber ist gut. Und dann gehe ich in die Farbe Chestnut. Das ist wieder diese Glitzertextur und die tupfe ich mir hier nur außen über dieses Braun. Für unten gehe ich einfach mit den Farben von eben nochmal lang. Macht ihr auch immer so komische Gesichter, wenn ihr Lidschatten verblendet? Außen gehe ich nochmal in die Farbe Hot Cocoa. Look. Ich habe jetzt keine Lashes draufgeklebt, weil ich Angst vor dem Kleber in meinen Augen habe. Und die Lippe ist ein bisschen übertrieben, aber wir wollen ja auch, dass der Weihnachtsmann glücklich wird, ne? Freunde, also ich glaube, ihr könnt euch denken, was ich zu der Kollektion sage. Ich liebe diesen Highlighter. Die Palette ist wunderschön. Ich habe jetzt hier nochmal so ein bisschen mit einer dunkleren Farbe die Kontur verstärkt. Das sieht dann nochmal gleich einen Zacken sauberer aus. Tolle Qualität, super Preis, eine Vielzahl an Farben und ihr habt die Swatches gesehen. Es funktioniert. Also ihr könnt getrost zuschlagen. Hat ein Go von mir. Bin gespannt, was ihr zu der Kollektion sagt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und ich würde sagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!